Ja. Oh, guck mal, der hat jetzt schon mittlerweile 2 und er hat keinen roten Punkt mehr. Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Resident Evil Village. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Im letzten Part am Ende sind wir ja einmal kurz gestorben. Ich glaube aber jetzt habe ich es besser gemacht, auch wenn ich mehr Pistolenmunition verbraucht habe. Aber die Viecher halten auch eine Menge aus. Naja, wie dem auch sei, machen wir hier direkt weiter. Hier haben die mal drinne gesteckt, ne? Kein Wunder, dass die so pisst sind. Ach guck mal, die Dinger laden sich wieder auf. Die haben wir im letzten Part nämlich zerschossen, um den einen da zu stunnen. Okay, interessant, interessant. Ja, ach komm. Das war logisch, dass du auf mich zukommst. Das war so klar. Ich stelle nochmal Munition her. Guck mal, wir können sogar eigentlich jede Menge davon herstellen, ne? Machen wir mal. Machen wir nämlich ein bisschen was auf Halde. So, dann komm mal her, Freund. Hey. Oh. Oh, hier ist noch was. Kann ich da jetzt noch mal rum oder wie machen wir das jetzt? Also solange es nur einer ist, ist ja okay. Kann ich das schon abballern? Nein, geht noch nicht. Das liegt hier aber auch immer noch rum. Okay, der ist schon wieder da, das ist gut. Ach guck mal, jetzt kommen wir hier in den Raum. Na siehst du. Passt doch. Blendgeschosse. Ja. Könnte Sinn machen. Scharfschützenmunition, okay. Noch was? Nein. Ich stell mal noch mal. Rotflintenmunition her, auch wenn es nicht so viel ist. Das ist eher Verschwendung. Finde ich zumindest. So, wir waren oben. Wir wollen nochmal nach oben. Hier können wir runterspringen, okay. Ach, ist ein anderer Weg. Ey, ey, ey. Man schon verschachtelt hier. Okay, hier oben ist schon mal blau. Sieht's unten aus? Unten ist noch rot, unten ist noch irgendwo etwas, was ich wieder übersehen habe. Der Raum war blau jetzt, ne? Ja. Irgendwo liegt hier wieder was. Jetzt bin ich ja wieder oben. Es muss doch unten liegen. Egal, kümmern wir uns gleich drum. Lass mal hier die Tür auf. Wie ist denn jetzt? Boah, will ich das? Ich weiß nicht. Ja, sorry, aber es nervt mich schon wieder, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Es nervt mich hart. Hier, ein Schrank. Meine Güte, wie kann man denn da dran vorbeilaufen? Geht doch. Kann man nur an so einem dummen Schrank vorbeilaufen?
So, jetzt aber. Alles blau, ne? Ja. Hi. Da möchte ich rein, da liegt Geld. Okay. Hab ich die auch stunnen können? Aua! Da war das nicht geplant. Okay, das hat gar nichts gebracht. Nein. Bang doch nicht auf mich zu, wenn ich dich anschieße. Die Scharfschützenmunition hier benutzen. Ich glaube, das war schon auf maximal Schaden getrimmt, das Teil. Da geht's wieder hoch. Was ist jetzt für ein Raum hier? Ich da irgendwie draufsteigen, drüber springen? Ach, der bricht hier bestimmt durch. Der steht gleich auf und bricht hier durch, wa? Und dann können wir da rein. Ich mal stark von aus. Da habe ich eine Kiste gesehen. Explosivgeschosse, oh Gott, die werden wir bestimmt noch brauchen. Warte mal auf hier. Danke. Noch was? Ist immer noch rot. Hm. Der obere Bereich auch dazu wahrscheinlich. Nee, der obere Bereich ist separat. Wir laufen da bestimmt gleich nochmal unten lang. Ja. Oh, guck mal, der hat jetzt schon mittlerweile zwei und er hat keinen roten Punkt mehr. Warum nicht? Ist nicht gut. Aber ich habe schon einen Plan. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. So. Der hat bestimmt einen auf dem Rücken, war. Wow! Warum hast du dich so schnell erholt? Kannst du das hier kaputt machen? Oh ja, er kann. Haben wir vielleicht noch irgendwo was anderes, was er kaputt machen könnte? Hm. Da drüben, ne? Na ja. Das war daneben, du Arsch. Komm mal nochmal. Echt jetzt? Alter. Überhaupt nicht übertrieben. Okay, versuchen wir es halt anders. Versuchen wir es so. Mach mal hier kaputt, das Ding, bitte. Vielleicht sollte ich mich gleich mal heilen. Danke. Hm.
war es schlau, jetzt da schon reinzulaufen. Oh, wow. Okay, wie machen wir den jetzt? Fällt mir eigentlich nicht so wirklich gerade. Oh, ja. Oh, er ist schon down. Ich will, ein Schuss verschwindet. Mist. Alter, was hier drinnen liegt. Nett. Magnum-Munition haben wir, glaube ich, auch gerade gekriegt, aber die will ich noch nicht nachladen. Ah, zwei Stück. So. Hier haben wir Sprengstoff. Gucken wir mal dahin. Okay. Das hätte er hier bestimmt auch noch aufmachen können. Aber das ist aber jetzt zu risky. Vielleicht macht der Kollege das hier. So, ja. Gut, weiter. Ist blau? Ist immer noch nicht blau. Toll. Oben. Von oben sind wir gekommen. Das ist ja gerade rausgebrochen aus dem Container. Blindenmunition. Nett, danke. Oben ist blau, unten noch nicht. Jetzt sind wir wieder hier. Okay. Hier ist aber auch noch rot. Immer noch rot. Hier unten war blau. Blau. Das wurmt mich. Zwei Abschnitte, die nicht blau sind. Okay. Schreibt es gerne wieder rein. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal zurückkomme. Aber irgendwas habe ich hier wieder hart übersehen. Das nervt mich. Nervt mich einfach. Ich gucke jetzt hier nochmal schnell. Unten. War doch unten, ne? Ja, oben war blau. Und nochmal schnell unten. Ich hätte hier die Kiste kaputt machen müssen oder sowas. Wahrscheinlich, ne? Da waren wir ja drinne. Sonst liegt hier auch nichts weiter. Nö. Wenn ich das wegsprenge. Ich könnte das wahrscheinlich auch wegsprengen, oder? Ich, ja, mit dem Messer wird das nicht funktionieren. Ja, das kannst du vergessen. Nee. Na gut. Dann gehen wir weiter. Ich hoffe, es war nichts Wichtiges. Wahrscheinlich nur wieder Crafting-Materialien. Aber ich weiß es halt nicht. Und das ist das, was mich wurmt. Gut. Dann gehen wir durch die nächste Tür.
Sieht nicht besser aus. Schon wieder irgendwas rot. Warum? Mann, das ist nur ein Gang. Kann ich doch nichts übersehen. Kann doch nicht sein. In so einem blöden Gang irgendwas übersehe. Warum liegt hier ein gelbes Kabel? Hat das was zu bedeuten? Speichern wäre auch mal wieder toll. Ja. Die Tür geht gleich zu. Sehr schön. Gut gelöst. Nee, oder? Ich hätte ihn jetzt wahrscheinlich da reinlocken müssen. Kann das sein? Und dann hätte er hier noch irgendwas gemacht. Oh Gott. Daran denken. Wir sammeln alles ein, was hier rumliegt. Und dann macht die Tür auf. Okay, okay, noch was, noch was, noch was. Nein, weiter. Ah, hat keinen Bock mehr. Aha. Du bist zu schwach. Hat trotzdem irgendwas übersehen. Mist. Ah, jetzt können wir den Duke rufen, wa? Hi. Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Na, das ist doch super. So, aber was haben wir jetzt hier noch? Ich glaube nichts weiter. Alter, hier ist noch alles rot. Und Dietrich haben wir auch noch nicht gekriegt. Okay. Dann kriegen wir vielleicht noch. Muss mal wieder nach oben fahren. B1 geht bestimmt noch nicht. Ja, ich guck gleich in dein Inventar. Keine Angst. Ja, geht nicht. Okay. Dann speichern wir erstmal. Und dann schauen wir mal, was du Neues hast. Du möchtest etwas kaufen? Und verkaufen. Großer Kristall kann weg. Gelb Qual. Achso, warte mal. Wir können mal vorher gucken. Bleib vorsichtig. Wir haben noch nichts zum Kombinieren, okay. Stets zu Diensten. Ankauf. Großer Kristall Gelbquarz. Die Schädel. Kristallines Herz. Ein großes kristallines Herz. Okay, die gibt es anscheinend in zwei verschiedenen Versionen. Klimpergeld. Klimpergeld 77.000 ist klar. Heißt zu leben. Okay.
Okay. Hier müssen wir nichts machen. Was hast du denn jetzt Neues im Angebot? Nichts? Das hattest du letztes Mal auch schon. Oh. Wir könnten die zwar kaufen, aber hätten kaum Geld, um die zu upgraden. Aber vielleicht sollten wir das wirklich tun. Dass er einfach mehr Schaden macht. Sieh es als Investition, Ethan. Schönen Tag. Okay. Und dann sind wir hier aber auch erstmal durch. Im nächsten Part geht es dann da weiter. Wie gesagt, schreibt gerne rein die roten Bereiche, die ich da übersehen habe. Was es eventuell ist. Vielleicht gehe ich da nochmal zurück, wenn es sich lohnt. Wahrscheinlich schon. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht fällt es mir auch beim Schneiden nochmal ein. Oder ich sehe es beim Schneiden, was ich da vergessen habe. Wie auch immer. Machen wir hier erstmal Schluss. Damit sage ich erstmal wieder recht herzlichsten Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Resident Evil Village oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.